Dann wollen wir mal ein bisschen weiterbauen am Millennium Falcon. Und zwar mit Bauabschnitt Nummer 11. Und wir sind mittlerweile angekommen auf Seite 217. Ja, ist schon einiges. Und heute, also in dem Abschnitt, werden wir uns mal damit befassen, diese Bereiche hier zu verkleiden. Einmal hier und einmal der Bereich. Und ein bisschen mehr kommt auch noch dazu. Tja, schauen wir mal und legen direkt mal los. Und da haben wir wieder ein Beispiel darauf, ja, was so Lapping-Qualität bei der Qualitätssicherung ist. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber man sieht hier nochmal, dass hier nicht ordentlich entgratet wurde. Hier ist noch ein bisschen was materialmäßig dran. Na, Kamera stellt scharf. Hier könnt ihr das sehen. Ja, also hier muss man nochmal mit dem Daumennagel so ein bisschen nacharbeiten. Nichts Tragisches, aber ja, ich wollte euch nur mal zeigen, das ist eben der kleine Unterschied zwischen Lego und Lapping. So, weiter geht's. Na, das nenne ich mal nachhaltigen Fortschritt. Die Leute von Lapping haben es tatsächlich geschafft, diese kleinen Pistolenteile, die wir wohl als Verzierung brauchen werden, hier einzeln reinzulegen. Normalerweise gibt es dann immer ein ganzes Waffentray, wo man ja so eine ganze Gussform mit ganz vielen Waffen, wo man die dann rausbrechen muss. Auch immer nur eine braucht, hat man dann noch massig Waffen über und ja, die wandern dann irgendwo in eine Kiste rein. Und hier haben sie es geschafft, die einzeln reinzupacken. Huiuiui, also wenn das kein Fortschritt ist. Ich bin ein bisschen sarkastisch, aber das ist mir eben nur mal aufgefallen. So, jetzt aber hier weiterbauen. Schauen wir uns mal den Fortschritt an. Also dieses Teil habe ich jetzt gebaut. Das ist also die obere Abdeckung. Hier sieht man, wo sie hinkommt und ja, sieht doch nett aus. Wir haben die Befestigungspunkte, hier diese Technikpinne, die wir da reingesteckt haben. Und hier die Seiten, die wurden ganz einfach hier mit diesen Gelenken dann befestigt, also mit den Haken, wo dann hier die Teile so reinkamen. Und dann kann man das schön in den richtigen Winkel einfach so einstellen. Ja. Simpel, aber funktioniert wunderbar. Und hier oben haben wir dann noch ein paar Verzierungen mit angebracht. Hier so merkwürdige Teile wie die hier zum Beispiel. Hier habe ich noch mehr davon, also da wird noch etwas mehr kommen davon. Keine Ahnung, wie man die Teile nennt, aber naja, da hat seinen Platz gefunden. So sieht es aus und so kommt das Ganze dann hier drauf. Ja, doch genau so rum. Und dann steckt man es dann hier fest mit den Pinnen in die Befestigung. So, und das werde ich dann mal machen. Und anschließend geht es dann weiter und dann bauen wir hier die andere Seite, die dann auch noch hier drauf kommt. Ja, läuft. Tja, schaut mal her, das ist ja richtig nett. Da haben wir eine kleine Probe vom Maschinenöl mitbekommen. Also das Teil hier, das ist mal wieder ordentlich dreckig, will ich damit sagen. Und ja, das kommt eben bei Lapping auch des Öfteren mal vor. Habe ich schon mehrfach gehabt, dass hier einfach die Teile dann noch ja, dreckig sind. Das ist also, denke ich mal, das Maschinenöl. Denn ich kann es, wie man hier sehen kann, ziemlich leicht wegwischen. Na, egal. Kurz sauber machen und weiterbauen. Fertig! Fertig mit dem Abschnitt hier zumindest. Ihr seht, wir haben jetzt im Prinzip das gleiche gebaut wie hier hinten mit ganz kleinen Variationen, was die Verzierungen anbetrifft. Wir haben hier so eine Autofelge aufgesteckt. Hier kann man es schön sehen, hier ist die Felge und die wurde dann hier einfach mal auf die Pin aufgesteckt, ja, um noch ein bisschen ja, Technik zu simulieren. Dann haben wir hier nochmal solche Kanonen und diese komischen Kleinteile. Ja, so sieht es eben aus. Bautechnik genau dasselbe wie eben schon. Und ja, jetzt sieht der Falke so aus. Also diese seitlichen Teile sind jetzt schon fertig. Der Bau war sehr einfach, sehr easy. Die Befestigung im Vergleich zu dem vorigen Abschnitt, wo die Kanone von unten dran kam, war super easy zu machen. Also sehr angenehmer, entspannter kleiner Abschnitt das hier. Und dann, ach ja, ich zeige euch noch, was für Teile übrig geblieben sind. Tada! Tja, eine kleine Jumper Plate. Mehr war es nicht. Gefehlt hat auch nichts. Von daher alles wunderbar. Und dann geht es jetzt weiter mit Bauabschnitt Nummer 12.
und da werden wir uns hier dem hinteren Bereich widmen. Also dann kommt hier schon mal die erste Abdeckung drüber, wie es aussieht. Das wird ja aus verschiedenen Teilstücken hier bestehen, die man auch später dann abnehmen kann. Und ja, wie es aussieht, wird das hier dann das erste. So sieht der Falke aus, noch ein kurzer Überblick und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Mein Unterhaltungsprogramm steht bereit und wir können das dreckige Dutzend voll machen mit Bauabschnitt 12. Dann haben wir schon ein Dutzend Abschnitte und hier werden wir nun die Heckverkleidung anfangen zu bauen. Und das sind die ganzen Teile, die ich dafür benutzen werde. Es sind doch mehr, als ich am Anfang gedacht habe, also einiges. Ich denke mal so eine anderthalbe Stunde bis zwei werde ich wahrscheinlich hier dran sitzen. Und dann ist dieser Bereich hier vom Falken nicht mehr so ganz nackt, sondern hier wird dann die Abdeckung schon teilweise drüber kommen. Okay, lang geredet. Ich starte jetzt hier King of Queens und lege los. Das erste Teil ist nun fertig für die Montage hier am Falken, aber vorher will ich es euch noch mal kurz zeigen, was wir jetzt hier gebaut haben. Das wird also hier diese mittlere Abdeckung und ja, so sieht das Teil aus. Da haben wir richtig viele von diesen geriffelten 1x2er-Fliesen verbaut. Es waren, glaube ich, so um die 30, die hier reingebracht wurden. Dann haben wir hier diese runden Fliesen einmal rundherum gebaut, damit wir diese schöne Rundung hinbekommen. Ja, wunderbar. Dann noch ein paar kleinere Verzierungen. Und ja, nichts Besonderes, einfach nur damit es ein bisschen mehr nach Technik wiederum aussieht. Und auf der Unterseite sieht man auch schon die Befestigungspunkte. Also hier haben wir wieder zwei von diesen Technikpinnen, die man hier nachher durchstecken kann. Und damit wird das Teil dann hier arretiert am restlichen Körper. Genau das gleiche haben wir dann nochmal hier. Und ja, schaut mal her, der sitzt ein bisschen locker, finde ich. Also ich habe ja hier schon viele von diesen Teilen verbaut, hier überall, aber so total locker waren die bisher noch nicht. Also, naja, ich hoffe mal, das gibt kein Problem. Hier bei dem Gelben, da haben sie einen besseren oder eine bessere Widerstandskraft und wackeln da nicht so rum, sondern die muss man da wirklich ein bisschen durchstecken. Aber hier der ist echt locker. Na egal, also ich werde es jetzt mal hier verbauen und dann schauen wir weiter. Und das war's schon, ging sehr einfach. Hier unten sieht man nochmal die Befestigung und das Teil hat jetzt auch noch so ein ganz bisschen was an Spiel, sitzt aber absolut fest. Also gar kein Problem, dass das hier ein bisschen locker war bei dem einen Steckpin. Ja, das wird halten, gar kein Thema. Und damit hätten wir hier das erste Mittelteil schon mal fertig und weiter geht es hier mit einer zweiten Abdeckung. Ja, wird dann eine hier der Seiten werden, denke ich. Wir bleiben mal gespannt. Weiter geht's. So, da haben wir das fertige Teil liegen und ihr seht, wir haben hier nochmal diese gleiche Rundung, wie die hier schon verbaut wurde, auch wieder mit diesen 1x2er Fliesen und ja, ein paar Verzierungen, so das Übliche, ein paar Stangen, die da reingesteckt wurden und verschiedene Kleinteile. Also hier wurden wirklich viele Kleinteile verbaut, auch einige von diesen 1x1er Fliesen in Braun und in Grau. Ein paar von diesen merkwürdigen Eckfliesen, die wurden hier rangebracht. Also eine ganze Menge an Verzierungen. Das hier ist nochmal etwas Besonderes und hier ja natürlich nochmal eine Felge von so einem Reifen. So sieht die Unterseite aus. Diese Platte hier wurde aus zwei Teilen zusammengefügt. Hier kann man sehen, wo die zusammengesteckt wurden. Also dieser Bereich hier, das ist ein Teil und ja, der Bereich hier rum, das ist der zweite und die wurden jetzt im letzten Schritt hier zusammengesteckt. Und jetzt stecken wir das Teil hier drauf. Das ist nämlich hier von hinten links gesehen die Abdeckung. Und das wird wirklich nur locker drauf gesteckt. Ihr seht hier diese gelbe Achse und die wird hier unten reingeschoben. Also damit wird das Ganze fixiert. Die gelbe Achse, die kommt jetzt hier unten drauf. Ich guck mal, ob ich das so treffe mit einer Hand. Jawohl. Sie sitzt und man sieht, es ist auch wirklich fest, also fest genug zumindest. Und ja, scheint hier ganz gut zusammenzupassen, wie man sieht. Hier kommen die beiden Teile aufeinander, die wir jetzt hier gebaut haben. Also Spaltmaße, ja, für den Weltraum wohl ausreichend. Und so sieht es dann aus. Das ist dann der erste Teil. Und wenn ich jetzt mal hochrechne, haben wir noch einen zweiten, einen dritten und einen vierten. Und dann haben wir die hintere Abdeckung hier fertig aus insgesamt
5 Teilen. Tja, und da ich noch ein paar Teile übrig habe, geht's jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Abschnitt. Na endlich, Leppin! Jawohl, es geht doch! Es fehlen Teile. Ja, wir haben hier wieder 2 Fehlteile von diesen schwarzen Teilen hier. Und ich habe alles durchgeschaut. Ich habe da keine mehr gefunden. Hier haben wir noch dunkelgraue, wobei ich nicht weiß, ob die noch verbaut werden. Aber schwarze sind definitiv keine mehr da. Also es geht mal wieder weiter. 2 Teile fehlen. Allerdings ist das nicht allzu tragisch. Ich glaube, sowas habe ich noch in der Ersatzteilkiste mit drin. Und dann gehe ich mal kramen und kann weiterbauen. Also Freunde, irgendwas fehlt doch immer. Sind eben über 8000 Teile. Ach Mist, zu früh gefreut. Ich habe zwar noch Teile von denen, aber nicht in schwarz, aber in so einem Silbergrau. Naja gut, dann werde ich die erstmal hier dran packen und dann hoffe ich mal, vielleicht tauchen ja noch irgendwo schwarze auf. Ansonsten sieht es halt noch ein bisschen abgefragter aus, der Falke. Egal, Hauptsache ich kann weiterbauen. Und da hätten wir es, das nächste Teil ist auch fertig. Ihr seht hier schon die Befestigung, genau das gleiche wie auch hier schon. Nur diesmal wird es dann hier eingesteckt, neben dem blauen. Und auf der Oberseite ja eine kleine Variation zu unserem Teil vorhin. Also die Verzierungen und diese Akzente, die dran sind, sind etwas anders. Aber im Prinzip haben wir hier nochmal das gleiche gebaut. Und deswegen würde ich sagen, packe ich das so auch direkt nochmal drauf. Erst hier den kleinen, die Achse ausrichten und dann hier unten einmal einstecken. Und ja, sieht doch ganz gut aus. So passt das doch. Wunderbar. Und damit wäre Bauabschnitt 12 auch schon beendet. So sieht's aus. Die 3 Abdeckungspaneele wurden gebaut. Ließ sich gut bauen. Wie gesagt, ich habe Fehlteile gehabt. Hier diese beiden. Ja, die haben tatsächlich gefehlt. Dafür habe ich dann 3 andere übrig gehabt. Beziehungsweise nee, sogar 4 andere in so einem Grauton. Naja, ich hätte lieber hier 2 schwarze gegen 4 graue getauscht, aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die werde ich einfach später irgendwann nochmal auswechseln, da kommt man ja leicht dran. Ah, noch eine Sache. Ich habe hier noch die paar Minifiguren. Finn haben wir hier noch und den kleinen BB-8, aber den zeige ich euch im nächsten Bauabschnitt. Das wäre es erstmal gewesen, Freunde. Bei Bauabschnitt Nummer 13, hoffentlich keine Unglückszahl, sehen wir uns wieder. Und da geht es dann daran, die restlichen Abdeckungen hier für hinten komplett fertigzustellen. Also ich denke mal 1 und 2, mehr wird wahrscheinlich in dem Bauschritt nicht drinstecken. Und dann haben wir das ganze Heck hier komplett abgedeckt. Wie immer nochmal einen Blick auf den kompletten Falken und ja, so langsam wird's, ne? So langsam sieht man schon, dass wir gar nicht mehr allzu weit weg sind von der Fertigstellung. Mit 13 haben wir schon das meiste gepackt. Aber es ist noch genug dabei, also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht hier mit dem UCS Millennium Falken von Leppin. Bis dann, danke fürs Zusehen.